Wir stehen hier gerade in Hamburg vor dem Pennymarkt. Das ist der Pennykiez. Kennt man aus Film und Fernsehen. Ich würde sagen, ich quatsche euch gar nicht mehr so lange dicht. Wir gehen jetzt einfach mal rein und ich zeige euch so ein bisschen den Pennymarkt an der Reeperbahn. Pennykiez, auch bekannt durch Bild, Spiegel TV und hast du nicht gesehen. Im selben Moment, bevor ich gleich reingehe, ist ein junger Mann, der Flaschen aussortiert. Pfandflaschen. Und ich würde sagen, der Laden ist daraus aufgelegt. Der Laden ist darauf ausgelegt, dass man da irgendwie Fotos macht. Und der hat auch ein paar tolle Lichter mit drin. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Die quatschen gar nicht so lange drum rum. Und ich würde sagen, Six, all in the mix. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Folgt mir auf meine Reise durch den Pennykiez. Let's go. Von Montag bis Samstag hat er immer von 9 bis 23 Uhr offen. Was uns sofort auffällt, wenn wir hier reinkommen, überall die Lichter. Ja, es ist Hammer, unglaublich. Und auf der anderen Seite ja auch, vor allem in den Eingang. Ja, schaut euch das an. Der Café danach. Kiez me, baby. So ist der Eingang. Wir kennen das ja alle, ne? Also es ist... Ja? Bitte? Keine Videos jetzt im Blick. So, Freunde, so wie es begonnen hat, so hat es auch aufgehört. Wir durften offiziell nicht drehen drinnen, aber wir haben es ja, wir haben nochmal den Pennykiez hier vor Ort draußen, oder? Also können wir auch ein bisschen hier draußen zeigen, was abgeht. So sieht das Ganze aus. Drinnen ist leider, wie gesagt, verboten zu filmen, wurde mir gesagt. Und das ist ja egal. Wie gesagt, wenn es verboten ist, ist es verboten. Wir können euch ein bisschen zeigen, was hier rundherum passiert. Das ist also der Kiez Penny hier, Pennykiez. Und hier geht so einiges ab. So schnell wir drin waren, so schnell waren wir auch wieder draußen, Alter. Ja. So sieht das Ganze hier aus. Vielleicht haben wir ein paar Kollegen, mit denen wir quatschen können. Ja? Vielleicht gebe ich dir ein bisschen Kleingeld und wir können mit dir ein bisschen quatschen. Ne? Komm, wir versuchen unser Glück mit ein bisschen Kleingeld. Ne? Let's do this. Wir haben ein bisschen Kohle. Geben wir bei jedem Einzelnen was, oder? Sonst ist der andere sauer, oder was? Ja. Kiez Penny. Seit wann gibt es den Kiez schon? Den Penny schon keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen hier für euch. Danke. Ja, könnt ihr euch teilen? Nein, das ja. Wir. Ja, sehr gut, sehr gut. Oh, ja, guck sehr mal, sogar gut. Vor deine Augen. Hier, ja, da, nein, kein Problem. Ich habe es dir für euch beide gegeben. Du bist ja ein Freund. Wenn du ein guter Freund bist, dann teilt ihr eher. Ja, wir sind gut. Ja, so sieht das Ganze aus hier gegenüber. Das ist Kiez. Das ist Pennykiez. So sieht das aus. Aus den Reportagen kennen wir das ja, wie gesagt. Und was soll ich sagen, Alter? Ist ein geiler Laden. Da kriegt ihr halt alles wie in den anderen Penny. An sich kein besonderer Laden. So. Ein bisschen mehr Beleuchtung, ein bisschen mehr Lichter, ein bisschen mehr Schnickschnack an den Ecken. Von Montag bis Samstag von 7 bis 23 Uhr. Ich habe mich hier versprochen, vorhin habe ich mich komplett versprochen. Von 7 bis 23 Uhr. Anstatt, was hätte ich da vorhin gesagt? 9 oder was? Auf jeden Fall sieht das Ganze hier so aus. Guckt euch das an. Bam. Noch einmal halt, ne? Wir müssen auf jeden Fall nochmal ein Foto machen davor als Thumbnail. Und dann waren wir auch schon hier gewesen. Ja. Und ja, für mich ist das cool, weil ich habe das vorher noch nie so gecheckt. Und ich war ja schon vorher hier und so. Und ja, Kiez Pennymarkt. Der Pennymarkt im Kiez. Schaut mal hier mit einem Pfeil mit drin, alles rum und dran. Schaut euch an, wie das aussieht. Ja, da ist ein Pfeil, was hineinführt, rein und raus. Ja, also es ist der Hammer, wie das Ganze aussieht. Ne? Und was soll ich sagen, Alter? Die haben ihren eigenen Stil. Und die G's sind immer jeden Tag hier an der Ecke und machen ihr Ding los. Bisschen was gezeigt. Wir hauen wieder ab. Und ja, auch lustig ist, Eintritt frei. Was da drauf steht. Eintritt frei. Ja. Naja, dachte ich mir, so schnell gehen wir nicht auf. Dann waren wir auch mal in der Nacht hier, am Abend. Und ja, wie ich jetzt mitbekommen habe, ist es so, dass es hier auf dem Kiez, auf der Reeperbahn, ab 23 Uhr alles zu sein soll. Ja, ab 23 Uhr ist Sendepause, hat die Polizei zu mir gerade eben gesagt. Und wusste ich gar nicht. Von daher checke ich jetzt gerade, warum das so leer ist. Das heißt, die Leute
sind sowieso schon so ein bisschen frustriert. Und ab 23 Uhr ist dann vorbei. Soll ja alles vorbei sein. Die Läden schließen dann angeblich und ja. Und ja, was soll ich sagen? Ja, auf jeden Fall ist das natürlich eine bittere Sache. Und ja, wir stehen hier gerade vor, was ist das hier? Bei diesem Ding, was ich im letzten Video schon mal gezeigt habe, ne? Und ja, interessiert mich sehr auf jeden Fall. Trotzdem mal zu sehen, was hier in der Nacht so abgeht, ja? Und krass, Taco. Ist das hier mexikanisch oder was? Margarita. Tja, auch interessant. Super leer gerade, sehe ich gerade. Ja, ansonsten, was soll ich sagen, Freunde? Ist eine komische Stimmung, weil alles natürlich zu hat. Die Ritze wäre ganz cool. Das wäre auch nochmal interessant, da reinzugehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind in der Ritze. Und zwar muss ich natürlich mit den Räumlichkeiten hier aufpassen. Hier sind Leute, die gerade im Ring trainieren, an den Boxsäcken trainieren. Aber ich bin trotzdem jetzt hier drin und versuche euch so ein bisschen was zu zeigen. Okay? Also, ein paar Bilder sehen wir hier gerade. Ich hab's doch gesagt, ich gebe ihn nicht auf. Wir machen so lange weiter, bis wir was richtig Cooles finden. Und zwar sind wir jetzt hier. Achtung, genau drauf hinschauen. Also hier waren schon einige Leute mit am Start vorne, ja? Guck mal hier, Klitschko in seinen jungen Jahren. Ja, zum Beispiel. Hinter mir nochmal, das kurz zu sehen. So eine Art Tresen, so eine Art Bar. Und ja, mir kommt das so vor, als wäre das so eine Art Keller, was zum Trainingsraum umgebaut worden ist. Und wir sehen noch mal ganz kurz auch hier die Einrichtung hinter mir. Ja. Hier die ganzen Sandsäcke, wie ihr sehen könnt. Ich kann jetzt nicht direkt zum Ring schwenken, weil da noch Leute sind. Von daher könnt ihr ein bisschen gucken, wie das Ganze hier so aussieht. Die Boxsäcke, dann so ein bisschen Werbung von der Ritze. Ja. Zur Ritze Hamburg, 1974 gegründet. Ja. Und hier haben schon alle möglichen Leute trainiert. Also eine Menge Leute. Ihr seht es ja hier zum Beispiel, Hanteln, so ein bisschen Fitness, alles drum und dran, so eine Boxobjekte, ultra alte Schuhe von Adidas, Rocky Balboa, The Musical. Was wir hier haben, ist ein Stück Geschichte Hamburgs, ja, und wie gesagt, alle möglichen Läden haben schon trainiert, sehr, sehr viele waren hier schon am Start. Und ob jetzt von den 70ern, 80ern, 90er Jahren und bis heute sind Leute hier am Start und machen hier Dinge. Boxtraining sehe ich gerade sozusagen. Und ein bisschen an den Sandsäcken. Leute trainieren, machen hier Dinge. Nebenbei noch ein bisschen Hanteln und Sport, Fitness. Ja, wie gesagt, ich kann Ihnen nicht viel zeigen, aber ich war hier in der Ritze. Oder gesagt, besser gesagt, zur Ritze. Hamburg, Reeperbahn, Freunde. Fast alle ist ein bisschen blöd gesagt. Einige Leute waren schon hier am Start. Freunde, no joke, ne? Geil, hier geht sogar nach draußen. Hall of Fame, Bro. Lecker. Ich schaue mir gerade die Bilder an und sehe da, was für ein geiler Pokal, oder? Sieht scheiße, Mann. So, und das war sie, die Ritze, Freunde. Okay, jetzt haben wir das Penny Kiez gehabt. Jetzt haben wir die Ritze gehabt. Stehen gerade auch davor. Ich würde gerne den Ring nochmal dazu haben, aber habe ich nicht drauf bekommen. Also, was soll ich sagen? Vielleicht kommen wir morgen nochmal am Abend oder ein, zwei Stunden später um 23 Uhr knapp. Sollte es leer sein, hat die Baufrau gesagt. Meine Fresse. Ich würde sagen, in dem Sinne beende ich jetzt auch das Video. Danke fürs Schauen. Das war's auf jeden Fall. Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Das war mal ein etwas kürzeres Video. Und so, Freunde, vor mir ist das Pink Palace. Und ich war auch schon oben bei Laura, bekannt von RTL 2. Und bei den Jungs von Wer will Beef war sie auch mit am Start. Ja? Also das Ding ist, ich bin ja einfach reingeplatzt und die Leute, die hier davor stehen zum Beispiel, die will ich jetzt hier nicht zeigen, die haben ja auch zu mir gesagt, ein Kollege von, geh einfach rein und frag, geh einfach rein. Ich kenne mich mit solchen Räumlichkeiten gar nicht aus so und ja gut, natürlich 2G+.
Und dann könnt ihr auch ganz normal reingehen. Ich dachte erst, dass ich da irgendwie Eintritt zahlen muss, aber hier gibt es keinen Eintritt. Genau. Und ja, das ist hier vor dem Pink Palace und Club de Amon. De Amor. Amor, ja. Amor, alles klar, danke. Stripper. Also Stripper und sozusagen Dienstleistung für Herren. Nee, Mann, alles klar, danke dir. Und sie haben mir noch einen Tipp gegeben und gleich so Werbung weggehauen. Sehr gut. Ja, Freunde, ich war bei ihr. Sie hat zu mir gesagt, ich bin hochgekommen. Sie hat mich angeschaut und meinte, hallo. Ich meine, hallo. Sie meinte, ja, bitte. Ich meinte, ich wollte eigentlich ein Interview mit dir machen. Ja, kenne ich vom Film und Fernsehen. Dass ich gesagt, Bro, das geht dir so einfach nicht. Du kannst nicht einfach reinplatzen, einfach so irgendwie ein Interview verlangen. Du brauchst einen Termin bei mir. So wie jede andere Presseagentur. So auf dem Motto. Sie hat mich dann schon komplett als Presse abgestempelt. Schade. Aber ich habe sie dennoch gesehen. Ich schreibe sie jetzt demnächst nochmal auf Instagram an. Und vielleicht kriegen wir das doch noch hin. Wird schwer sein, weil ich fahre morgen wieder nach Hause. Aber wer weiß. Vielleicht bleibe ich auch noch einen Tag länger. So, Freunde. Wenn wir auch schon hier sind, dachte ich mir, komm, zeige ich euch auch meinen Room. Mein Zimmer, was ich gebucht habe. Für knapp 25 Euro hier in Hamburg. Und ja, ist ein kleines, bescheidenes Zimmer. Hat ein bisschen so Look vom Knast, aber ja, ansonsten dachte ich mir, komm, zeige ich euch, ne? Ich bin ein normaler, bescheidener Mensch. Mehr brauche ich nicht nochmal hier zum Schluss. Abspann hier, Jacke raufgehängt, bisschen Bett hier, bisschen Kinder-Vibes, ja? Kindergarten-Vibes hier von damals, Jugendherberge. Bezug ist frisch, alles okay, Decke, Handtuch gibt's hier. Ja, ich glaube, das passt dann so, ne? Mehr brauche ich auch nicht für meine Wenigkeit. Guck mal hier, zack. Das wird auch hoffentlich dabei bleiben, egal wie fame man ist oder egal wie groß man wird. Ein bisschen Wasserkocher, ein bisschen Glas, ja, Zubehör. Grünbärchen habe ich hier bekommen, wie ich gesehen habe. Ich hoffe, die sind nicht so alt. Ja, die esse ich gleich auch. Und jetzt aber wirklich bisauert. Es war ein richtig langer Tag. Und ja, ich bin zurück. Was laber ich da, Digga? Es war wirklich ein langer Tag. Ich bin angekommen in Hamburg und habe gleich ein, zwei Sachen durchgezogen. Und das ja, alles an einem Tag. Ich bin nicht länger hier als zwei Tage, heute und morgen. Und morgen Abend reise ich sogar schon ab. Freunde, Six All in the Mix. Wir haben mich ja schon verabschiedet. Und ich sehe erstmal zu, dass ich ein Auge zumache. Bro, ich bin tot. Ja, es ist sehr früh. Aber ja, Hamburg, Reeperbahn, da ist schon Totenstille. Ab 23 Uhr ist sowieso Verbot. Ist zu alles. Also nicht Ausgangssperre, aber so ist zu einfach alles. Die Läden müssen zumachen. Auch die Dancebars, Danceclubs, Bordelle, was auch immer. Keiner kann sich da herumtreiben. Bars, alles zu. Restaurants. Oh, gute Nacht. Bis zum nächsten Video. Mal sehen, wo es mich demnächst wieder hin verschlägt. Mal sehen, wo ich demnächst wieder bin. Freunde, Deutschland-Tour, die läuft weiter. Vergiss bitte nicht, dass ich nicht gleich irgendwo hinfahre und dann 6-7 Wochen durchziehe, sondern ich bin immer jedes Wochenende weg. Ja, Deutschland-Tour heißt jeden Freitag, Samstag, Sonntag von mir aus. Maximal 3 Tage bin ich mal weg und den Rest der Tage bin ich natürlich in Berlin. Gute Nacht.